Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Frosch im Hals bzw. ja, weiterhin von meinem Husten ein wenig geplagt. Heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, ja, über den Sinn des Lebens und welcher Sinn des Lebens denn für mich existent ist und was hat sich vielleicht verändert im Laufe der Jahre. Denn ich denke schon, dass der Sinn des Lebens für einen ganz persönlich im Laufe der Lebensjahre, die man ins Land gehen lässt, sich durchaus manchmal sehr extrem verändert. Wie der Stand damals war, wie er heute ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß zu erfahren, was bei mir der Sinn des Lebens ist. Und vielleicht fangen wir mal mit dem Ist-Zustand an. Für mich ist der Sinn des Lebens im Moment und ich hoffe und glaube und bete dafür, dass das auch weiterhin der Fall sein wird, einfach ein Leben für den Rest der Tage und Wochen und Monate und vielleicht Jahre, so Gott will, die mir noch auf dieser Welt beschert sind. Und mit 56 kommt man ja doch manchmal so ins Grübeln, ne? Wie lange dauert das vielleicht noch, ne? Wie, nach Adam Riese, wie alt werden die Menschen, die Frauen in der Regel, und ja, wie viel Zeit bleibt einem da noch? Da denkt man dann schon manchmal drüber nach, auch wenn jetzt 80-Jährige wahrscheinlich sagen, ja, du junges Mädel, du hast ja noch richtig viel Zeit. Ich denke, wir wissen nie genau, wer noch wie viel Zeit haben wird auf dieser Erde, und ich mache mir schon Gedanken über den Sinn des Lebens. Und im Moment bin ich ja sehr religiös geworden. Ich glaube, das kommt in der Kamera gar nicht so rüber, weil ich das nicht so thematisiere auf diesem Kanal. Natürlich seht ihr vieles von dem, was ich mache. Ich erzähle ja auch immer, dass ich bete und die Fastenzeit kommt und auch manchmal über meinen Struggle, den ich mit mir habe, dass ich mich bedecken sollte, also meine Haare bedecken sollte, mich mehr, mich muslimisch anziehen sollte, ja. Aber ich glaube, der Sinn des Lebens ist für mich im Moment sehr schwer darin liegend, dass ich versuche, ein Leben zu führen, ein Mensch zu sein, der hilfsbereit ist, der empathisch ist, der freigebig ist, der geduldig wird. Ich bin es leider noch nicht, aber es ist ein Ziel. Und der vor allen Dingen versucht, ein Leben zu leben, welches der Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise einen Nutzen bringt. Ja, also ich versuche, mein Leben für das Leben nach dem Leben vorzubereiten und möglichst so es im Tagesablauf zu gestalten, dass ich mich an die Gesetze und die Regeln halte für das Leben danach. Ja? Und das ist vielleicht für den einen oder anderen, der nicht gläubig ist, totaler Quatsch, aber für uns Menschen, die wir hoffen, irgendwann mal ins Paradies zu kommen, gibt es viele Dinge, die wir hier auf der Erde machen müssen, um das zu erreichen. Und gerade wir Muslime haben große Aufgaben hinzulegen, um da in irgendeiner Art und Weise die Chance zu bekommen, dass das auch wirklich passiert. Dass ich denke, der Sinn des Lebens für mich besteht darin, einfach gute Dinge zu tun. Ja? Da ich tief und fest davon überzeugt bin, dass der Islam für mich die richtige Religion ist, versuche ich, mein Leben und den Sinn des Lebens eben im Hinblick auf diese Religion zu stellen. Dass ich zum Islam übergetreten bin, ich glaube, ich war 17 muss ich gewesen sein, vielleicht auch 16,5, 16 kann auch sein. Ich glaube, ich war 16, als ich zum Islam übergetreten bin. Also schon sehr früh und sehr jung. Und die Religion war bei mir nicht immer im Vordergrund, aber die meiste Zeit meines Lebens habe ich im Dienste dieser Religion gelebt. Ihr kennt mich ja jetzt, weiß ich nicht, erst seit 7, 8 Jahren. Das war
einige Jahre, nachdem ich beschlossen habe, mein Leben ein wenig zu verändern. Und entschuldigt bitte, in dieser Zeit habe ich meine Religion ein wenig vernachlässigt, glaube ich. Das muss man sagen. Ich habe sie nie aufgegeben, aber ich habe viele Dinge nicht mehr getan, die existenziell wichtig sind für diese Religion. Und das bereue ich sehr. Es war die Zeit meiner Wechseljahre und kurz vor den Wechseljahren. Und ich glaube, viele Frauen und auch viele Männer bekommen einen Sinneswandel, wenn diese Zeit heranbricht. Das war bei mir auch der Fall und ich bringe das in Verbindung damit. Es war auch eine sehr schwere Zeit für uns alle, familiär gesehen. Wir haben den Laden zu der Zeit gehabt. Wir haben sehr viel gearbeitet. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich bin von morgens, glaube ich, um 4:45, dann habe ich die Kinder aufgeweckt und habe sie in die Schule geschickt, Frühstück gemacht für alle und bin dann in den Laden, beziehungsweise schon vorher in den Laden, habe die Kaffeemaschine angeworfen, habe die ganzen Kuchen aufgebaut, das ganze Buffet, die ganzen Brötchen geschmiert für die Kunden. Wir hatten ja eine Bäckerei und ein Döner, Restaurant und Imbiss und ich habe alles vorbereitet, bin dann nach Hause, habe für die Kinder alles hingestellt, habe sie versorgt, habe sie zur Schule geschickt und bin dann wieder in den Laden, habe weitergemacht und das meistens bis 12, 1, 2, je nachdem nachts, wie lange die Kunden eben da waren und wie lange ich dann dort gebraucht habe. Man müsste bedenken, dass der ganze Kram auch immer wieder sauber gemacht werden muss abends, ne? Und ein Dönergrill und den ganzen Kram sauber zu machen, das möchte keiner machen. Das ist wirklich einfach nur richtig schwierig. Zeitweise haben wir natürlich auch Putzfrauen gehabt, die Reinigungskräfte, die da mitgeholfen haben, aber trotzdem, also wenn dir ein Laden gehört, musst du immer dabei sein. Das war jedenfalls meine Einstellung und ich habe eine sehr schwere Zeit gehabt. Ich habe ja nicht nur ein Kind gehabt, sondern ihr wisst, ich habe 9 Kinder gehabt plus 2 Stiefkinder. Es waren also insgesamt 11 Kinder, teilweise noch klein. Mein Jüngster war 1 Jahr, 7 Monate war er alt, als wir aufgemacht haben und da könnt ihr euch vorstellen, was das alles für eine Arbeit bedeutet hat, wenn man sich voll mit einbringt in die Selbstständigkeit. Und ich habe, glaube ich, in dieser Zeit einen Knacks bekommen und irgendwie auf irgendeine Art und Weise die Religion nicht mehr so praktiziert, wie ich sie gerne haben wollte. Und das ist jetzt wieder sehr intensiv bei mir zutage getreten. Ich konzentriere mich wieder sehr darauf und der Sinn des Lebens ist natürlich, das ist gar nicht anders möglich, darin zu sehen, ein Leben zu führen, wie es uns halt vorgeschrieben ist. Und wir Muslime haben dieses Leben, welches wir jetzt hier führen, nicht als Ziel zu betrachten, sondern als Weg zum Ziel, quasi als eine Art Prüfung für unser späteres Dasein, wenn wir gestorben sind. Und wir müssen versuchen, dieses Leben konform den Gesetzmäßigkeiten, die wir aufgetragen haben, zu leben. Und das ist sehr schön. Das sind sehr schöne Gesetze. Sie sind sehr rein, sie sind sehr sauber. Ich möchte auch keine Diskussion auslösen über diese Religion. Ich möchte niemanden vorschreiben oder gar davon überzeugen, dass überlasse ich gerne jedem selbst, aber Hilfsbereitschaft, Empathie ist einfach für mich das Wichtigste im Leben. Und Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit sind schon immer mein Lebenselixier gewesen und deswegen fällt mir das gar nicht so schwer, mich daran zu halten. Und ich glaube, dass ich einfach versuche, dieses Leben, diese Prüfung, die wir Muslime zu bestehen haben, gut zu meistern. Dass ich immer mal wieder einbreche und Dinge auch verkehrt mache, liegt in der Natur des Menschen. Ich glaube, wir sind alle fehlbar, auch diejenigen, die sagen, sie seien die Besten und sie machen es am besten. Kein Mensch, davon bin ich eigentlich überzeugt, ist unfehlbar und kann alles perfekt und alles richtig machen. Aber wir können lernen und wir können uns versuchen, auf dieser Bahn, die uns ins Paradies hoffentlich führen wird,
so gut zu bewegen, dass wir dem Menschen, der Umwelt, den Tieren, der Umwelt allgemein nützlich sind. Ja? Und das heißt aber nicht, dass wir selbst unzufrieden sind und es ein unglückliches Leben führen. Nein, wenn wir uns genau daran halten, dann kann man sehr glücklich sein, man kann sehr zufrieden sein, weil wir auch immer einen Halt haben, egal wie schlecht es uns geht. Wir können auf Allah, auf unseren, auf den Gott Allah zurückgreifen und können um Hilfe bitten, unser Leid klagen und fühlen uns einfach besser. Wie oft habe ich schon im Gebet geweint? Ja, ich bete und weine wirklich wie ein kleines Kind und bitte um Hilfe, um Vergebung, um einen Rat. Und das tut so unendlich gut. Viele Menschen haben im Leben überhaupt gar keinen Glaube und haben überhaupt gar keinen Halt. Ja, die rasen wie auf einer Achterbahn durch das Leben, nehmen alles mit. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was einem schlussendlich gar nicht gut tut. Aber muss jeder selber wissen, natürlich. Das ist im Moment der Sinn meines Lebens. Deswegen habe ich so doll und so stark einen Bogen geschlagen um die Religion herum, weil das ist mein Leben, ja, der Sinn meines Lebens ist sehr stark. Natürlich, die Kinder sind auch groß geworden. Ich hatte es eingeschlafen, ich halte das Stativ die ganze Zeit. Die Kinder sind groß geworden und natürlich hat man auch im Laufe der Jahre, die man alt wird, sieht man die Endlichkeit des Lebens natürlich auch ein Stückchen besser, als wenn man jung ist und glaubt, dass das alles noch ganz weit weg ist. Aber irgendwann holt es, glaube ich, jeden ein und man überlegt, was ist denn danach und was passiert danach. Und deswegen verändert sich meiner Meinung nach der Sinn des Lebens auch immer wieder. Es relativiert sich vieles, es wird der Schwerpunkt auf andere Dinge gerichtet und viele alte Menschen beschäftigen sich dann natürlich auch, wenn sie älter werden, mit dem Tod und mit dem, was danach passiert. Da kann ich mich nicht ausnehmen, auch wenn, wie gesagt, zum Anfang des Videos nochmal zurückzukommen, die 80-Jährigen wahrscheinlich sagen werden, du hast ja noch so viel Zeit. Aber ich glaube einfach auch, dass der Zeitpunkt, das können wir nicht bestimmen. Ja? Es kann heute soweit sein, es kann morgen soweit sein, es kann in der nächsten Minute soweit sein. Und uns wird auch immer wieder gepredigt, wir sollen ständig mit dem Tod leben. Ja? Der Tod soll ständiger Begleiter in unserem Leben sein, damit wir uns eben darauf konzentrieren, so zu leben, wie es uns vorgeschrieben ist. Ich finde das sehr gut, weil es vieles auch von Schlechtigkeiten abhält, die wir Menschen natürlich auch, denen wir ausgesetzt sind, den Verführungen. Gut, jedenfalls hat sich auch mein Sinn des Lebens verändert. Früher, und das muss ich ja auch ganz ehrlicherweise gestehen, bestand mein Sinn des Lebens, auch als ich schon Muslima war, dass das heißt aber auch immer nichts. Ja? Wenn man neu zum Islam übergetreten ist, heißt es noch nicht, dass man auch wirklich ein richtiger, den Glauben auch wirklich angenommen hat. Weil den Glauben annehmen, richtig auch innerlich verinnerlichen und davon überzeugt sein kann, das dauert Jahre. Ja? Jeder, der sagt, er ist ein Muslim, klar, man nimmt den Glauben an und man ist dann auch ein Muslim, aber man hat den Glauben noch nicht verinnerlicht, man hat ihn noch nicht gelebt, man hat ihn noch nicht erlebt. Und insofern war das bei mir natürlich damals auch der Fall und für mich stand damals, obwohl ich sehr glücklich in meiner Religion war und mich ja auch sehr schnell verschleiert habe, ich glaube, ich war mit 16,5 oder 17, je nachdem, bin zum Glauben übergetreten, zum Islam, habe mich sofort verschleiert, aber so, was heißt verschleiert, ich habe ein Kopftuch getragen und mich eben so angezogen, dass die Körperformen nicht bedeckt sind, bin auch so zur Schule gegangen übrigens infolgedessen, da ich den Glauben noch nicht verinnerlicht hatte, so richtig, ja, das, wie gesagt, das ist unmöglich, das kann man erst im Laufe der Jahre, die man das, den Glauben richtig in so annehmen, dass er wirklich zu einem gehört, waren für mich andere Dinge, ich glaube, wichtiger. Nicht wichtiger, aber schon mindestens genauso wichtig. Ich wollte, wie gesagt, ich stand früher
als ich meinen Mann noch nicht kennengelernt habe, wollte ich Medizin studieren. Ich habe schon oft darüber gesprochen. Ich wollte Ärztin werden. Es war mein Lebenswunsch. Und es stand aber immer zu meinem anderen Wunsch dagegen, viele Kinder zu bekommen, Mama zu sein, eine Familie zu gründen, eine glückliche Familie. Und dass diese beiden Dinge nur sehr schwer zusammenpassen, das wusste ich damals schon, denn ich wollte nicht nur ein oder zwei Kinder, sondern ich wollte eine Großfamilie. Ich wollte richtig viele Kinder haben. Und ich wusste nie so richtig, wie ich das zusammenbringen sollte. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, habe ich den Wunsch, Ärztin zu werden, zur Seite gelegt, habe gehofft, dass ich das vielleicht irgendwann später nochmal machen kann. Und habe angefangen, Kinder zu bekommen. Und habe mich voll und ganz darauf konzentriert. Und der Sinn meines Lebens war damals, Kinder zu bekommen, eine glückliche Hausfrau, Ehefrau, Mama zu sein, ein Haus nach Möglichkeit zu finden, wo wir unsere große Familie unterbringen können. Das gehörte immer für mich mit dazu, ein großes Haus, wo wir alle zusammen viel Platz haben mit Garten und Tieren und hast du nicht gesehen. Und das zu verwirklichen hat natürlich sehr viel Energie und sehr viel Zeit gekostet, sehr viel Tränen auch und sehr viel Mühe und sehr viel Anstrengungen, aber auch sehr viele glückliche Zeiten, die wir damals erlebt haben. Aber es war natürlich nicht einfach, weder finanziell noch emotional und überhaupt. Und dann kamen ja auch noch Probleme, dass ich keinen Deutschen geheiratet hatte, sondern einen Türken. Die Probleme mit meinen Eltern, mit der Umwelt, mit den Menschen, Nachbarn, Bekannte auch. Also es war alles nicht einfach, aber wir haben es überstanden. Und damals war für mich das weltliche Leben wichtig. Ich habe versucht, eine perfekte Mama zu sein, eine perfekte Ehefrau zu sein, eine perfekte Verwandte zu sein von den Leuten, die ständig zu uns gekommen sind. Ich wollte einfach alles perfekt haben und ich wollte vor allen Dingen immer mehr Kinder haben. Das war mein größtes Ziel, möglichst viele Kinder bekommen und auch möglichst schnell hintereinander, damit sie alle miteinander spielen können, damit sie beste Freunde werden, damit sie ihre eigene kleine Fußballmannschaft bilden können. Darauf hatte ich mich fokussiert. Das war mein großer Wunsch. Und wenn ihr mich jetzt schon lange verfolgt, dann wisst ihr, was ich mir in den Kopf setze, versuche ich mit aller Macht so schnell wie möglich durchzusetzen. Das war damals auch der Fall, ja. Ich habe im Laufe der Zeit meiner Schwangerschaften und meiner Kindererziehung natürlich noch andere Prioritäten gehabt. Manchmal kam der Wunsch in mir so schnell wieder hoch, doch noch Medizin zu studieren, das Studium aufzunehmen, doch noch den beruflichen Schritt neben der Kindererziehung und neben der Produktion von anderen Kindern nebenbei quasi zu machen. Das habe ich sehr schnell dann aber wieder ad acta legen müssen. Das ist völlig unmöglich. Ich habe leider auch ich sage das immer so profan, die Schlauheit nicht mit den Löffeln gefressen. Also ich muss sehr viel lernen und sehr viel arbeiten, um den Stoff intus zu behalten. Ich kann auch sehr schlecht und auswendig lernen. Das habe ich schon nach dem fünften Kind gemerkt, dass mein Gedächtnis wirklich nachlässt. Ja, das ist wie wahrscheinlich auch durch den Stress. Ich hatte ja auch ein Schreibaby, wie ihr wisst. Jimmy ist ein Schreibaby gewesen. Ja, das heißt, rund um die Uhr geschrien. Und Jimmy ist ja schon das drittletzte Kind gewesen. Ja, wenn das ein Glück ist, ist es bei den ersten Kindern nicht gewesen. Also die ersten waren eigentlich relativ normal bis doch schon ganz schön anstrengend. Aber Jimmy war ein Schreibaby, der hat wirklich von morgens bis abends geschrien. Das war nochmal eine richtige Herausforderung, das drittletzte Kind. Aber auch das haben wir geschafft, Alhamdulillah. Und ich glaube, die Prioritäten in dieser Zeit lagen ganz eindeutig dahingehend, diesen Jungen großzuziehen. Diese wahnsinnige Herausforderung, die es bedeutet, wenn man ein Schreibaby hat. Und es ist ja nicht das erste, zweite, dritte Kind gewesen, sondern es ist das siebte, sechste,
siebte Kind gewesen. Das heißt, du hast noch ganz viele andere kleine Kinder. Du hast Ehemann zu versorgen. Wir hatten das auch nicht einfach. Zu der Zeit haben wir noch kein Haus gehabt. Wir haben noch in einer großen Wohnung gelebt. Die war zwar relativ groß, aber wir haben auch da Ärger mit den Nachbarn gehabt. Ja, ich weiß noch, dieses Kind hat von morgens bis abends geschrien. Und die Nachbarn haben sich also auch wirklich andauernd an die Decke geklopft. Und hast du nicht gesehen, nicht nur wegen dem Schreibaby, hauptsächlich auch wegen den anderen Kindern. Ja, weil die haben natürlich auch ihre Lärmphasen gehabt in der Wohnung. Also es war alles andere als einfach. Und wir hatten viele Dinge im Leben zu bewältigen, die Prioritäten in dem Sinn des Lebens bei mir gesetzt haben. Und da hat sich oft gewandelt. Finanzielle Not oft auch. Wir haben da oft zu kämpfen gehabt, sodass ich dann auch meine ganzen Sorgenlast auf diese Bewältigung der Schwierigkeiten gesetzt hat. Ja, aber ich habe es lange, wirklich immer meinen Glauben als Anker in meinem Leben behalten können. Ja, auch die Auswanderung in die Türkei. Ja, wir haben so 5 Jahre in der Türkei gelebt, fast 6 Jahre. Und nee, 5 Jahre in der Türkei gelebt und in Çorum. Und ich glaube, dass das nochmal eine große Herausforderung war, die damals auch wirklich mich als Sinn des Lebens hat einfach nur überleben lassen. Ja, wir haben sehr viele schöne Zeiten dort gehabt, aber ich habe auch Typhusphasen gehabt, also diese wirklich ganz gemeine Krankheit. Typhus ging damals um. Ich habe schon oft Videos drüber gedreht, habe euch davon erzählt. Ich glaube, da war der Sinn des Lebens einfach gesetzt in der Zeit, in der ich in Çorum gelebt habe, die Gesundheit meiner Kinder zu erhalten. Ja, sie waren immer krank. Ja, zum Glück sind wir von Typhus verschont worden, aber sie waren immer krank, ja, und auch richtig schwer, ja, mit ganz hohem Fieber, mit ganz schlimmen Husten, Stauerschnupfen, alle, Migräne bei dem Mädchen. Also es war wirklich keine leichte Zeit, gesundheittechnisch gesehen. Und trotzdem haben wir auch das geschafft und Alhamdulillah habe ich den Sinn des Lebens immer mal ein bisschen verschieben müssen, aber damals hat mich auch meine Religion gehalten. Ja, ich habe 5-mal am Tag gebetet. Eigentlich, ich glaube, die meiste Zeit meines Lebens. Ich will hier nicht groß reden, aber ich würde mal das so schätzen. Bis auf diese Auszeit, die ich mir mal genommen habe für ein paar Jahre nach den Wechseljahren. Und ich habe es immer geschafft, glaube ich, das im Fokus zu behalten und die Hilfe, allein abends im Bett liegen zu können und zu Gott beten zu können, ihn zu danken, Dankbarkeit zu empfinden. Ja, das ist so wichtig im Leben, dass man dankbar ist für das, was einem gegeben wurde, auch wenn wirklich alles im Leben schief geht. Ja, also diese Down-Phasen im Leben sehr lange anhalten, hat man doch immer die Hoffnung, dass es anders wird und dass wir uns auf Gott und auf unser Schicksal dementsprechend verlassen können, vertrauen können, dass wir Hilfe haben, dass wir jemanden haben, der uns tatsächlich auch zur Seite steht. Ja, das ist auf jeden Fall für mich immer am wichtigsten gewesen. Und zusammenfassend würde ich sagen, der Sinn des Lebens ist mein Glaube. Ja, mein Glaube ist der Sinn des Lebens, in dem ich mich immer in meinem Leben, worauf ich mich immer verlassen konnte und wo ich immer sagen konnte, das ist der Anker, an dem ich mich festhalten kann, dass ich nicht in den Wellen des Ozeans versinke. Ja. Aber wie gesagt, die Prioritäten des Sinnes im Leben haben sich schon verändert. Ja. Das wurde immer mal auf die Waagschale gelegt und immer mal wieder ein wenig der Fokus auf das eine oder andere im Leben verlagert. Und mein Lieben, was ist denn der Sinn in eurem Leben? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.